Willkommen zurück zu Programmieren 2. Wir schauen uns in diesem Video die Basisklassen für Enumerationen an. Wir haben ja eigentlich gesagt, dass wir Enumerationen nicht von anderen Typen ableiten können, seien es Klassen, Interfaces und so weiter. Das Einzige, was wir hier eben mit dem Doppelpunkt dahinter angeben können, ist, von welchem Typ diese konstanten Werte hier drin sind. Sollte man aber nicht ändern, habe ich gesagt, int ist eigentlich ein guter Standardwert, den man eigentlich in 100% der Fälle braucht. Wir schauen trotzdem nochmal zurück ins Skript, denn der Compiler sorgt dafür, dass Enumerationstypen immer von diesen Klassen implizit ableiten. Und dazu haben wir eben einmal Enum, davon leiten wir sozusagen implizit direkt ab. Und wir haben natürlich darüber ValueType, und ValueType ist eben die Basisklasse für alle Wertetypen, also auch Strukturen, die wir uns noch in einem späteren Video genauer ansehen werden, leiten implizit von ValueType ab. Das werden wir dann auch noch sehen. Wir sehen auch, das sind direkt abstrakte Klassen, das heißt, wir können sie nicht selbst mit new instanziieren. Das weitere Problem ist, wenn ich jetzt sage, okay, ich bin jetzt mal gewieft und schreibe mir eine eigene Klasse und ich versuche jetzt mal von ValueType, oder mach mal direkt Enum am besten, versuche hier jetzt mal abzuleiten, und da sehen wir, oh, das ist nicht möglich. Denn Enum und auch ValueType sind eben spezielle Klassen, die der Compiler kennt, und er verbietet es, dass wir von diesen ableiten, implizit. Das Einzige, wie wir sozusagen hier eben rankommen, ist, dass wir eben eine Enum erstellen und dann leiten wir eben implizit von dieser Klasse ab. Jetzt wäre es natürlich auch interessant, können wir denn dann diese Werte für Enumerationen über ihre Basisklassen ansprechen? Also wenn ich hier sozusagen ich mache hier Farbe 2 einfach und versuche das hier mal mit Farbe 1 zuzuweisen. Und wir sehen hier, das geht sehr wohl. Ja, also wir haben trotzdem die ist eine Beziehung, die eben geht. Und genauso gut kann ich natürlich eine Variable Farbe 3 machen. Das geht genauso. Also obwohl wir eben nicht direkt von diesen Klassen ableiten können, können wir trotzdem die ist eine Beziehung letztendlich anwenden, um diese Elemente hier den entsprechenden Werten zuzuweisen. Richtigen Einsatz im Programmieralltag gibt es dafür aber allerdings meines Erachtens nicht. Also dass man wirklich einen Enumerationswert als über eine dieser beiden Basisklassen anspricht. Vor allen Dingen, was hier eben noch auftritt, das muss man eben auch beachten. Enum und ValueType sind Klassen. Referenzen und Enumerationen selbst sind immer Wertetypen. Ne? Steckt ja nur ein Int dahinter, und ein Tegerwert ist auch ein Wertetyp. Und was wir hier eben bekommen, ist auch das schon mal angesprochene Boxing-Unboxing-Problem. Das heißt, wir greifen mit einer Klassenreferenz, also einem Referenztypen, auf einen Wertetypen zu. Hier würde sozusagen Boxing passieren. Warum zeige ich Ihnen diese Klassen trotzdem? Nun, weil es hier einige interessante Methoden gibt, die auf Enum definiert sind. Was wir hier haben, ist eben, also die wichtigste ist wohl getValues. Damit kann man nämlich für einen Enumerationstyp alle Konstanten, die in ihm definiert sind, in einem Array zurückbekommen. Genau das gleiche geht eben mit getNames. Dann bekommt man aber nicht diese konstanten Werte zurück, sondern eben die Namen einer, also die Stringwerte letztendlich dieser Konstanten. Also wenn wir es nochmal genau nehmen wollen, dann kriegen wir, wenn wir das auf Kartenfarbe anwenden, eben Kreuz, Pik, Herz und Karo als String zurück. Ja, mit getName kann man eben für einen Wert den entsprechenden String bekommen. Mit isDefined kann man auch noch prüfen, ob eben eine bestimmte Zahl
als Konstante in einer Enum definiert ist, mit Parse und Triparse, kann man eben versuchen, Stringwerte als Enumerationswerte umzuformen. Also es ist sozusagen das Gegenteil von getName. Hier hat man eben einen Stringwert hier unten und möchte ihn wieder in einen Enumerationswert überführen. Und das macht man mit Parse und Triparse. Und genau deswegen sollte man diese Methoden auch alle im Blick haben. Sämtliche dieser Methoden sind eben statisch und die kann man eben in seinem eigenen Programmcode einsetzen, um sich das Leben insgesamt etwas leichter zu machen. Und das werden wir auch im nächsten Video dann genauer sehen. Für jetzt sage ich aber erst nochmal vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns bald wieder.